In der Gemeinde Leogang hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm viel getan und verändert. Gleichzeitig wurde aber auch an Bewährtem festgehalten, so wie dem traditionellen Sonnberglauf, der heuer bereits zum 50. Mal ausgetragen wurde. Ein grandioses Jubiläum, zu dem mehr als 300 Starter aus nah und fern nach Leogang gekommen waren, um sich in verschiedenen Klassen zu messen. Der Wanderklasse blieb es schließlich vorenthalten, den 50. Sonnberglauf zu eröffnen, bevor es dann bei den Nachwuchsassen schon deutlich rasanter zur Sache ging. Von den ganz kleinen Minis bis hin zu den bereits lauferfahrenen Jugendlichen war hier alles mit dabei und jeder Einzelne zeigte eine wirklich beachtliche Leistung. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schenkten sich die Nachwuchsasse wirklich nichts und holten alles aus sich heraus. Der brütenden Hitze mussten sich im Anschluss beim Hauptlauf auch die Erwachsenen stellen, die zum Jubiläum die Originalstrecke von der Premiere vor 50 Jahren zu bewältigen hatten. In Zahlen hieß das 12 Kilometer und knapp 300 Höhenmeter. Die diesjährige Strecke war ein bunter Mix aus unterschiedlichsten Untergründen und vor allem in den Waldpassagen ging es ständig bergauf und bergab. Eine wirklich selektive Runde, die von den Läufern und auch den Wanderern an diesem so heißen Tag alles abverlangte. Während sich die einen noch hoch über Leogang Meter um Meter nach vorne kämpften, tauchte mit Manuel Innerhofer bereits der erste Läufer im Zielbereich auf. Und mit einer Siegerzeit von 44 Minuten und 26 Sekunden holte er schließlich seinen dritten Triumph beim Sonnberglauf in Serie. Rang 2 ging am Ende an seinen Bruder Hans-Peter und Lokalmatador Andreas Stöckel komplettierte als Dritter das Podest. Ja, ich bin schon voll stolz. Heute ist mir voll gut gegangen. Am Starttag bin ich im eigenen Tempo gelaufen, ist voll gut gegangen und bis zum Schluss eigentlich gut durchgelaufen. Ja, hat mir voll taugt, alles ist drin und technisch ist voll anspruchsvoll. Nein, mir hat es voll taugt, die Strecke. Hochzufrieden war auch die schnellste Dame, Franziska Füsselberger, die mit ihrer Siegerzeit von 55,5 Minuten bei den Herren auf einem ganz starken 8. Rang gelandet wäre. Ja, das bedeutet mir voll viel. Wir fahren da jetzt schon jahrelang rein und das gefreut mich, dass ich beim 50. Lauf natürlich gewinnen habe können bei einer neuen Strecke. Und war super, der Lauf hat mir voll taugt. Mir taugt es im Wald, das bergauf, liegt mir recht gut und bin voll zufrieden. Eine gute Figur mit einer Zeit deutlich unter einer Stunde machte auch Marco Pointner. Für den Tourismusdirektor der Region Saalfelden-Leogang sind derartige Rennen ja alles andere als Alltag. Großes Danke an den SC Leogang für so eine wunderbare Veranstaltung. Die Strecken ist wirklich ein Traum, eine wunderschöne Landschaft und es verlangt an Läufer alles ab. Stolzer als über die eigene Leistung war er aber einmal mehr über das so gut funktionierende Vereinsleben in Leogang. Das ist absolut wichtig und ohne diesen ganzen freiwilligen Helfer und das Vereinsleben könnten wir unsere Großveranstaltung gar nicht veranstalten. Wir sind wirklich froh, dass wir so ein aktives Vereinsleben in Leogang haben. Lobende Worte für die Veranstalter gab es auch von Franz Buckel, der beim ersten Sonnberglauf 1968 schon mit am Start war und heuer bei der 50. Auflage immer noch. Sie machen das hervorragend, also schon seit Jahren. Die haben halt einfach einen guten Zusammenhalt nicht. Und ich wünsche ihnen für die nächsten 50 Jahre, ich werde es nicht erleben, aber die Nachfolger auf alle Fälle alles Gute und dass sie es weiterhin so gut machen. Nimmt man die Jubiläumsauflage her, schaut es mit der Zukunft des Sonnberglaufs durchaus positiv aus. Darüber freute sich auch eines der Gründungsmitglieder. Sehr faszinierend, dass so viele Leute gekommen sind. Und ich bin da sehr stolz und sehr froh, dass die Kinder wieder diesen Sport auch betreiben. Bisschen laufen und auch wandern und berggehen. Kann nicht schaden. Danke, kann nicht schaden, genau so ist es, ja. Der Sonnberglauf 2018 wird definitiv als einer der erfolgreichsten in die Geschichte eingehen. Der aktuelle Obmann kam schon während des Rennens aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Ja, einfach genial. Kaiserwetter beim 50. Lauf. Wahnsinn, so ein Haufen Teilnehmer. Die Helfer, Strecken war super. Geil einfach.